Schweizer Firma, die eine Fahrplanungsfirma ist, wenn Sie so wollen, dass diese Firma die Ergebnisse untersucht und begutachtet. Und Frau Dreibender und Herr Wölfe, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir im Anschluss wieder eine öffentliche Diskussion über die Ergebnisse führen. Wir würden dieses erwarten und uns auch nicht dagegen wehren, weil das, was ich vorhin vergessen habe zu sagen, ist, ein Punkt, den wir aus der Schlichtung gelernt haben, ist, dass sich die Bahn für die Zukunft weiter öffnen wird in diesen Diskussionen um Fahrpläne, auch Finanzierung und grundsätzlich über die Abwicklung von solchen Projekten. Ja, das war in der Tat auch für uns, und ich bin dankbar, dass Sie es von sich aus angesprochen haben, Herr Käfer, ein wesentlicher Punkt, uns überhaupt mit diesem Ergebnis zu beschäftigen, dass zugesagt wurde, dass dieses Gutachten dann und die Ergebnisse dieses Stresstests öffentlich gemacht werden. Und ich denke, wir haben ja in dieser Schlichtungsrunde unter Beweis gestellt, dass wir auf unserer Seite hochqualifizierte, hochkompetente Experten haben, die das auch sehr wohl mit uns gemeinsam auszuwerten wissen. Und wir werden uns das dann gemeinsam angucken und die Ergebnisse auch öffentlich machen. So, haben Sie noch Fragen? Ich möchte vielleicht mal was, damit wir da nicht lange im Hängen bleiben, was zur Finanzierung sagen. Natürlich ist das eine wichtige Frage. Aber jetzt nehme ich mal das Beispiel, ich war von dieser Neubaustrecke. Der Bund wird sich ja erst im Jahre 2016 an der Finanzierung der Neubaustrecke beteiligen. Und wir haben ja gehört, nicht wahr, dass es da möglicherweise Schwierigkeiten gibt. Ich bin fest davon überzeugt, weil es nämlich auf der Erde nach Europa genügend Geld gibt. Es gibt Geld wie Heu. Es ist nur völlig falsch verteilt. Und Sie glauben, jetzt sind wir in der Situation, irische Banken haben sich verzockt. Dann hat die irische Regierung, damit die Banken nicht zusammenbrechen, Steuergelder in diese Banken hineingebucht. Dadurch ist die irische Regierung, der irische Staatshaushalt in Gefahr geraten, beziehungsweise an den Rand des Konkurses gekommen. Und jetzt muss der Steuerzahler aus Heslach, nicht wahr, oder Obendorf am Neckar, nicht, oder aus Hamburg, der muss jetzt dafür einspringen, damit Irland nicht pleite geht. Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass das eine Zukunft hat. Das heißt, es werden Regelungen gefunden werden müssen in Europa für die internationale Staatengemeinschaft, auch für die EU-Gesellschaft und Gemeinschaft, nicht wahr, die eben am Euro hängt. Und außerdem, ich habe das schon einmal gesagt, war 2016. Sie müssen von jeder Windel und von jeder Kaffeemaschine Umsatzsteuer bezahlen. Aber die Spekulanten, die jeden Tag 2 Billionen Dollar umsetzen auf der Welt, die müssen mit keinem müden Cent an der Finanzierung der Gemeinschaftsgaben beitragen. Auch dies wird sich auf die Dauer nicht halten lassen. Das heißt, wir werden, und das ist auch das Programm im Übrigen der Grünen und der CDU und anderer Parteien, mit Sicherheit in der allernächsten Zeit im Rahmen einer Reform der Finanzstruktur zu einer internationalen Finanztransaktionssteuer kommen. Die Kanzlerin kämpft dafür. Da gibt es noch einige Widerstände. Aber wir sollten nicht immer, wenn wir über das Jahr 2016 reden, glauben, dass die Finanzstruktur der öffentlichen Hand so bleiben wird, wie das heute der Fall ist. So, wenn keine anderen Fragen mehr da sind, wofür wir dankbar sind, wenn keine mehr kommen, dann schließe ich jetzt die Pressekonferenz. Vielen Dank.